Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play New Super Mario Bros. U. Muss mal kurz Mikro ein bisschen besser hinstellen. Und wir versuchen jetzt nochmal diese Festung von Iggy zu schaffen. Ich habe mir jetzt eine Woche Zeit genommen, hier nochmal schön mich zu entspannen. Und da das auch jetzt das erste Level ist, das ich mache, werde ich einfach auch wieder entspannt sein und mich auch gut konzentrieren können. Und vielleicht klappt's ja. Aber nichtsdestotrotz, die Festung bleibt gefährlicher als man denkt. Ja, da habe ich's schon. Komm jetzt bitte hoch. Danke. Aber ich gebe mein Bestes. Die Sternmünzen musste ich hier leider wieder auslassen. Weil das ist mir jetzt doch ein wenig zu riskant. Ich möchte jetzt endlich in die sechste Welt. Aber falls es wieder Sternmünzen gibt, von denen ich weiß, dass ich sie sammeln kann, dann werde ich auch versuchen, eben jene zu sammeln. Weil es wäre dann doch ein wenig zu langweilig, wenn ich einfach nur versuchen würde, durchzurennen. Also ja, wenn es mal was gibt, das ich sammeln kann, dann werde ich es auch sammeln. Hier hätte es auch noch einige gegeben, bin jetzt aber in die falsche Röhre rein. Und ich möchte jetzt eigentlich jetzt... Naja. Ich möchte dieses Schloss jetzt geschafft haben. Das ist für mich jetzt das Wichtigste. Da gibt es auch noch eine Röhre und hier auch. Da kann ich aber nicht rein. Ich hätte jetzt mal gucken können, ob Eisblumen die Bosse einfrieren kann, aber ich glaube das eher nicht, weil ansonsten könnte man ja die Bosse nur hochnehmen und dann in eine Wand schmeißen und schon sind sie tot. Oder es ist wie bei Knochen trocken, also wie bei den Großen. So, da ist der Gute. Und ich muss jetzt erstmal hier großartig ausweichen. Jetzt ist das Wichtigste. Hätte ich eigentlich auch die Flammen zerstören können? Nein, du Idiot. Bleib doch stehen. Ja, er bleibt da. Ah, das war jetzt nicht so, das war jetzt nicht so toll von dir, Iggy. Ah, er kommt von da. Er kommt von da. Er geht wieder dahin. Ha, jetzt haut er wieder ab. Wisst ihr, wenn man es richtig timet, dann kann man das schaffen. Dass man ihn gerade auf den Kopf springt, sobald er aufsteht. Aber dazu bin ich einfach nicht gut genug. Oder halt noch nicht. Ich spiele das Spiel ja auch zum ersten Mal. Aber da muss man wirklich schnell sein. Ah, verdammt, jetzt sind es zwei. Und ich bin natürlich voll... Ah, nee, doch nur einer, okay. Ja, komm her. Okay, jetzt mit dem Wandsprung habe ich es auch geschafft. Beziehungsweise gecheckt. Und wenn es der liebe Iggy... Ah, doch, er macht's normal. Ja. Aber wir haben es geschafft. Zwar nicht ganz souverän... Aber wir haben jetzt auch dieses Level beendet. Und jetzt geht's eben in die sechste Welt, auch genannt die Candis-Minen. Und ich hoffe, dass ich da zumindest weit genug komme, um das Mini-Schloss zu machen. Ihr wisst schon, das da. Ach ja, hat eigentlich jede Welt nur 8 Level. Also jetzt mal die Schlösser nicht mitgezählt. Oder doch mitgezählt? Ich weiß es nicht. Jedenfalls mag ich die Welt ein wenig mehr wie die fünfte, weil es ist natürlich schwieriger. Keine Frage. Aber keine Geisterhäuser.
Und das ist sehr, sehr wichtig. Das ist essentiell für mich. Desto weniger Geisterhäuser da sind, desto eher mag ich das Level. Und hier wartet man am besten, bis alle Fuzzis weg sind, weil die können extrem nervig sein. Weil man hat Yoshi nicht ohne Grund. Aber wenn man getroffen wird, verliert man ja Yoshi. Und dann ist ja eigentlich das Ziel vorbei. Also ja. Okay, die habe ich jetzt auch. Da gäbe es dann noch Münzen. Von da oben, wo ich nicht hinkomme, irgendwie. Okay, da stirbt daran nicht. Das ist nicht so toll. Aber so stirbt er. Okay, ich glaube, da kann man einfach dann durch. Aber hier sollte man wirklich alle vier Fuzzis erledigen. Zumindest ich mach's, weil ich noch ein totaler... ich bin nicht ganz so gut, wie ich immer dachte. Sagen wir es mal so. Und ich bin halt ein vorsichtiger Spieler. Wenn ich schon solche Sachen mit Yoshi oder Feuerblumen habe, dann will ich auch sie behalten und so lange wie möglich. Deswegen wollte ich auch anfangs nicht die goldenen Sternmünzen riskieren, weil ich Angst hatte, dass ich dann höchstwahrscheinlich viel zu früh meine Feuerblumenfähigkeiten verlieren würde. Und hier gäbe es noch, nee, doch nicht, ich dachte, hier gäbe es einen Pilz. Naja, was soll's. Haben wir hier, oder? Ne, hier gibt's nur ein Bein. Doch. Aber ich hab schon Pilz. Oder ich bin schon groß, aber keine Ahnung warum. Boah, das wäre knapp gewesen. Jetzt wäre es fast in die Hose gegangen. Und kriege ich was Schönes? Fuck. Das war jetzt unüberlegt. Ah, da gäb's noch eine. Da kann ich hier mal runter. Was soll's, Hauptsache ich hab die Sternmünze mal. Fuck it. Es wäre die letzte gewesen. Ich kann mir auch schon vorstellen, wo die zweite gewesen wäre. Ah komm, den Pilz kannst du ja mal. Aber jetzt, wo ich halt... Oh nee, hat's doch nicht gezählt. Oh schade, es hat nicht gezählt. Aber ohne Yoshi komme ich da nicht lang. Vielleicht kriege ich ihn ja nochmal. Ja, natürlich kriege ich ihn nochmal. Naja, sollte ich die mir jetzt wirklich holen? Na gut. Okay, jetzt ist es eigentlich egal. Jetzt ist es egal. Jetzt kann ich eh nichts mehr dran ändern. Jetzt kann ich sie leider nicht mehr holen ohne Yoshi. Das war ein bisschen blöd von mir jetzt. Was soll's. Aber ihr wisst ja, wo sie eh schon wieder gegebenenfalls rankommen könnt. Und ich bin immer noch so ein Idiot. Okay, nee, ernsthaft. Ihr wisst, wie ihr rankommen könntet. Ihr braucht einfach Yoshi, müsst alle Pflanzen fressen. Und dann geht es. Aber ich möchte jetzt das Level schaffen. Und jetzt hier nicht wieder meine Leben und meine Geduld verbraten. Weil jetzt bin ich noch gut gelaunt. Jetzt ist schön morgens um 7:30. Jetzt habe ich noch Lust und Laune und ich möchte nicht schon wieder total ausrasten. Und mir damit den ganzen Tag versauen. Und, oh, Yoshi! Mein Gott, hast du eigentlich keine Eier in der Hose? Und ich bin immer noch genauso ein Idiot. Okay, jetzt reckt's mich wieder. Jetzt mache ich das Level einfach. Ich werde es überhaupt, das war eine blöde Entscheidung, ich werde es überhaupt nichts anbrennen lassen. Ich hole mal jetzt Yoshi. Interessant, er kann somit schweben. Halt. Brauche ich da überhaupt Yoshi?
Ich meine, ich habe hier einen schönen Mario. Ich setze ja schon gerne zum Testen. Aber nee, auf der anderen Seite, ich möchte mich hier jetzt nicht verausgaben. So, damit wären alle tot. Außer einer, der hat sich nochmal hier verstecken können. Ach, hab wieder ein Leben bekommen. Das ist super. Aber nee, jetzt habe ich außersehen den Pi-Dingsbums-Anzug aktiviert. Scheiße. Mann, das darf mich aber nicht treffen lassen. Ich glaube, den kriegt man nur einmal, kann das sein? Nee, es wird doch einfach wieder normal. Das konnte ich den gar nicht richtig einsetzen. Schade. Komm, eins kannst du noch machen. Oder wir machen heute mal einen längeren Part und dann bis zu Bum Bum. Und dann war es das halt. Oh nein, nicht die Scheiße, nicht die Scheiße. Stachelfisch, dann brauche ich aber was anderes. Genau das brauche ich dann. So, den kann man nämlich abschießen, den guten. Und wenn man das macht, dann wird es alles kein Problem. Aber da kommt, glaube ich, nach 30 Sekunden oder nach 10 wieder. Oder wenn man an bestimmten Stellen des Levels ist. Und ich glaube, die könnte ich sogar erreichen. Ah, jetzt wird's scheiße. Boah, Junge, jetzt komm endlich rein. Gut gemacht. So, okay, die haben wir schon mal. Okay, eigentlich ist es ja schon leicht mit den Sternmünzen. Ich weiß eigentlich auch nicht, warum ich die anfangs nicht machen wollte. Aber was soll's, das ist es halt so. Da kommt der Gute. Ich glaube, er kann nicht tauchen. Aber er kann mich trotzdem treffen. Natürlich treffe ich den damit nicht. Ja, es kommt schon. Da wäre noch eine gewesen. Die hätte ich mir jetzt schon gern geholt. Andererseits, ich hätte, glaube ich, da eher wieder verloren. Aber es ist interessant. Eine bestimmte Höhe kann er nicht erreichen. Weder bei Tauchen noch bei was anderem. Auch hier ist man sicher. Hier unten ebenfalls. Ich glaube, der kann nicht. Nein, er kann es nicht. Er kann nur ganz wenig. Da wäre noch was, das hätte ich gern. Na, scheiße. Naja. Ich gehe jetzt mal nicht da hoch. Ich bleib mal unter Wasser. Oder wäre da noch eine gewesen? Ach, ich lasse es lieber, ansonsten bin ich hier noch tot. Der kommt nämlich nochmal, soweit ich weiß. Oder? Nein, anscheinend nicht. Aber nee, für die sechste Welt ist das noch angenehm. Aber bei der siebten Welt ist der Boss Ludwig von Koopa. Und der ist gemein. Also ich habe jetzt mal fünfmal gegen ihn kämpfen müssen, bei einem anderen Speicherstand. Hab's nicht geschafft. Aber ey, das ist nicht schlimm. Kamek ist noch ein Batzen schlimmer, obwohl der davor kommt. Komm jetzt. Pilz. Ach so funktioniert... Ach ne, das ist die Festung, scheiße. Das ist genau die... Es ist das erste Mal, dass eine Festung schlimmer ist. Nee, schon das dritte Mal, dass eine Festung schlimmer ist, wie der Boss, der drauf lauert.
Ist, weil es einfach zu weit gesprungen. Aber ich habe eine Idee, was ich einsetzen könnte. Und zwar den Stern. Ich meine, ich muss ja nur noch dieses kleine Festungchen da machen. Okay, ist aber schnell. Es würde mehr bringen, wäre ich nicht immer so auf die Items aus. Das reicht mir nicht mehr. Aber jetzt hier? Also man merkt natürlich, dass die Festungen immer so eine kleine Strategie... Oh scheiße, wie soll ich das denn machen? Ah, okay. Dass die immer so eine kleine Strategie haben. Und man muss halt meistens eben jene Strategie für sich entdecken und dann auch einsetzen. Denn ich glaube, einfrieren kann man die nicht, gell? Nein, wäre auch zu schön gewesen. Oh Mann, oh Mann. Haben wir schon Sternmünzen? Nee, keine, aber wir müssten jetzt mindestens schon bei der dritten sein. Aber wir haben bald wieder ein Leben. Ich meine, nachdem ich so viele Leben verbraten habe, ist es auch gut. Da wäre so eine Münze, die merke ich mir. Die kommt, der geht da lang, der geht auch scheiße. Okay. Da kann man einfach warten und schon sind wir da. Das ist schön. Und danach mache ich dann auch wieder Feierabend. Sorry, jetzt kommt man in die späteren Welten. Und da ist es halt so, dass man eher nicht zu viel aufnehmen sollte, weil ansonsten wird man unkonzentriert und dann versagt man nur noch und kommt halt einfach nicht voran. Geld bleibt aber nicht mal stehen, oder? Nee, tut er nicht. Dann habe ich Strategie. Er will nicht. Doch, manchmal tut das. Aber ich finde, das ist eigentlich das schwierigste Bum-Bum. Der Fliegende. Beziehungsweise für mich. Weil ich glaube, ab der siebten Welt ist auch Schluss mit Bum-Bum. Oder nach dieser Welt. Weil dann wird er von Kamek und von jemand anderem ersetzt. Nee, oder nur von Kamek, ich weiß es gar nicht. Wäre blöd, wenn ich jetzt sterben würde, gell? Nee, ernsthaft, wie mache ich das jetzt am besten? Oh Mann. Ja, geschafft, geschafft. Das ist super. Okay, dann wären wir wieder durch. Das ist schön. Vielen Dank fürs Zugucken. Und ich kann ja mal noch zeigen, wer der Zwischenboss in der siebten Welt sein wird. Einfach nur mal so. Oh ja, bitte speichern. Okay, danke. Und das wäre eben nur Kamek. Und ansonsten ist hier kein Schloss mehr. Wie das denn bei Prinzessin Peach Schloss hier aussehen wird, da habe ich keine Ahnung. Aber ich nehme mal an, dass das letzte Mal war, dass wir Bum Bum gesehen haben. Weil in der Festung ist noch ein ganz anderes Kaliber. Und deswegen bedanke ich mich fürs Zugucken. Und man sieht sich dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss.